Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch wieder mal ein kleines Unboxing. Und zwar wurden mir ein, zwei Sachen zugeschickt. Zum einen die Fairybox, zum anderen ein richtig cooles Gerät, womit man seine Haare entfernen kann. Das wollte ich euch auch zeigen. Und wenn euch das interessiert, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Okay, dann wurde mir noch was Cooles zugeschickt und zwar dieses schicke Gerät hier, das nennt sich Smooth Skin Bare. Das ist ein IPL-Gerät, es soll wohl das schnellste auf dem Markt sein und das bedeutet, dass es durch Lichtimpulse eure Haarwurzel oder Haare zerstört, sodass die weniger nachwachsen. Das dauert aber eine gewisse Weile lang und ich habe das schon einmal aufgemacht und ich wollte euch mal kurz zeigen, so sieht das aus. Mega cool und man geht wohl mit diesem Kopf dann über die Beine und macht das, man braucht es wohl nur 10 Minuten lang machen für den ganzen Körper und nur einmal die Woche und ungefähr nach 4 Wochen oder 5 Wochen wachsen die Haare deutlich geringer nach. Das ist so das Herstellerversprechen. Ich werde das auf jeden Fall für euch austesten und ja, wenn es funktioniert und das cool ist und so, ich zeige es euch auf jeden Fall mal in einem separaten Video, wie das Ganze funktioniert. Nur mal so viel vorab, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil ich will jetzt vor allen Dingen auch im Urlaub einfach weniger Haare haben und nicht da täglich rasieren müssen. Ansonsten ist mir das nicht ganz so wichtig, gerade im Winter, aber für den Urlaub und für den Sommer jetzt, wenn der kommt, ist es ja schon wichtig, dass man die Beine da glatt hat. Also für mich zumindest. Okay, dann freue ich mich jetzt mit euch, die Fairybox aufzumachen. Die kommt immer so mit einer umweltfreundlichen Verpackung. Die Fairybox ist ja eine vegane, tierversuchsfreie Box. Und ich weiß gar nicht, ob sie komplett vegan ist, weiß ich nicht genau. Müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall sehe ich hier schon vorne drin ein Goodie für dich. My Lily Tampons zu 100% aus Bio-Baumwolle. Da bin ich sehr gespannt. Die sind frei von Pestiziden. Ich stehe nicht so auf Tampons. Ich werde das irgendwann wieder mal in eine Verlosung packen. Aber generell finde ich die Produkte von der Fairybox fand ich nicht schlecht. Wenn ihr die bestellen wollt, verlinke ich euch auch den Link zu der Seite unten in der Infobox. Ich habe da irgendwie kein Affiliate oder sonst was, sondern einfach nur, dass ihr wisst, wo das geht. Da muss man sich auf eine Warteliste eintragen, aber das ist wohl kein Problem. Da springt ja immer einer ab und häufig abonnieren ja, ich kenne das ja auch von euch, ihr abonniert eine Box, lasst das 2, 3 Monate laufen, dann entabonniert ihr und nehmt eine andere. Es gibt ja so viele Boxen auf dem Markt, ne? Die wenigsten bleiben da, sind da jetzt eine treue Seele und bleiben da jahrelang bei einer Box. Deswegen hören da immer wieder Leute auf und ihr könnt auf jeden Fall eine bestellen. Die kostet, meine ich, um die 20 Euro. Ich verlinke euch aber alles unten. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm. Es kommt mit einer Verpackung, die man kompostieren kann in Biomüll. Finde ich super praktisch. Ich hebe mir das immer auf, damit ich das einfach auch nochmal weiter verschicken kann an euch und dann auch nicht so viel Plastik für euch. Mal in die Umverpackung rein. Ups. Aber dadurch sind die Produkte natürlich mega geschützt. Das finde ich richtig gut. Und, hier dran stehen natürlich auch immer die Artikel drauf, ne, was das genau ist. Eine Creams of the Stone Age, also Creme der Steinzeit, Organic Cosmetics. Das ist eine Bodylotion. Unsere nachhaltige Biokosmetik besteht ausschließlich aus besten pflanzlichen Ölen, Extrakten, Bienenwachs und Tiroler Quellwasser. Natürlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Die pflanzlichen Öle unterstützen deine Haut bei der Regenerierung und der Duft belebt die Sinne. Mit 10% des Umsatzes werden soziale, nachhaltige Projekte unterstützt für ein tolles Hautgefühl. Okay, gut, dann werde ich das doch mal direkt ausprobieren. Ups, so sieht das aus. Ein bisschen gelblich. Ah, das riecht so zitronig. Ist okay, riecht nach Naturkosmetik, muss ich sagen. Also ich mag das ja, aber wenn es mir zu extrem ist, ne, das ist nicht mein Fall. Das ist mir einfach zu natürlich irgendwie. Fühlt sich zwar ganz gut an, so vom Hautgefühl her. Ist zitronig, aber irgendwie ein Unterton, der nicht so ganz mein Ding ist. Dann haben wir einmal von Benecos den Natural Shiny Lip Color. Einen Lippenpflegestift. Von Benecos habe ich übrigens einen Kajal in Naturfarbe, weil ich mir gedacht habe, für die Wasserlinie, alles was so nah an mein Auge kommt, nehme ich mal einen Kajal mit Naturkosmetik. Der ist okay, aber der hält nicht so lange, insofern weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es diese Marke zum Beispiel in, ich weiß nicht, Alnatura, auf jeden Fall in diesen Bio-Supermärkten. Das ist jetzt hier ein Lippenstift. Der hat schon so einen kleinen Dätscher hier dran, wahrscheinlich einfach nur vom Auf- und Zumachen. Ich lasse den mal zu,
weil ich glaube, dass ich das eh nicht benutzen würde und es wahrscheinlich dann einfach mal in eine Verlosung packe, bevor es mir jetzt schlecht wird. Ja, weil solche Lippenstifte sind nicht so ganz meins in dem Rot. Ich habe so viele rote Lippenstifte in Boxen gehabt, muss ich ehrlich gestehen, dass es nicht so mein Ding ist. Und dieser Geruch, nee, der ist wirklich nicht angenehm. Also leider, leider muss ich sagen, die beiden Produkte sind schon mal nicht so der Hit. Ich mag das ja überhaupt nicht, negative Videos zu machen, ne? Und ich will eigentlich immer überhaupt nicht über negative Sachen reden, aber ich muss euch ja meine Meinung sagen. Das riecht einfach streng und nicht wirklich nach einem Wellness- oder luxuriösen oder schönen Duft. Ich kann mir vorstellen, günstig ist es nicht. Ich sag euch mal genau, ach, das ist hier Paleo-Kosmetik. Mit kaum verarbeitete und ursprüngliche Rohstoffe, punktet mit Avocadoöl und aus der chilenischen Seifenbaumrinde. Ja, das riecht auch das dementsprechend irgendwie. Okay, sorry. Dann haben wir hier von My Lily die Tampons. Letztens habe ich die auch schon an jemanden verlost. Die waren in einer anderen Box drin. Und einfach jemand zugeschickt. Wahrscheinlich schicke ich die der Jana einfach nochmal. Wenn sie dir gefallen haben, kannst du mir Bescheid sagen. Eine liebe Abonnentin. Ich packe das dann einfach in den Umschlag und was soll ich das jetzt behalten? Ich benutze keine OBs. Okay, dann das nächste, was wir haben, ist einmal von, aber grundsätzlich nochmal ganz kurz dazu zurückzukommen, ist, finde ich das eine gute Sache, das mit Bio-Baumwolle zu machen. Nur für mich persönlich ist es halt nichts, ne? Aber ich finde das von der Idee her nicht schlecht und My Lily habe ich auch schon ein paar Mal gehört, die Marke, ne? So, dann haben wir hier ein sanftes Puder aus der Natur für Gesicht und Körper, Pflege bei müder Haut, ein Kaffeepuder. Interessant, das ist aber allerdings aus Haferreis, also als erster Inhaltsstoff steht Hafer, als zweiter steht Reis, dann Kaffee, Minze, Birkenblätter, Tonerde, Lindenblüte, Spitzwegerich, Kurkuma. Okay, Anwendung. Befeuchte die gewünschte Stelle, zum Beispiel dein Gesicht oder deine Beine gut an. Dann nimmst du einen Teelöffel Puder auf deine Hand und vermischt es mit Wasser, bis es zu einem Brei wird. Anschließend gut verteilen und sanft einmassieren, um die alten Hautschüppchen und den Schmutz zu entfernen. Du kannst es direkt mit Wasser abspülen oder kurz einwirken lassen. Wenn du zu sehr trockener Haut neigst, empfehlen wir dir hinterher eine feuchtigkeitsspendende Creme aufzutragen. Oder benutze unser Powder of Nature Produkte, nachdem du dein Make-up entfernt hast, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Teste es vorher auf deiner Haut. Ah, Tipp, vor dem Duschen 2 Esslöffel Powder of Nature, so nennt sich das wohl hier, mit einem Teelöffel Kokos- oder Olivenöl in einem Schälchen vorbereiten und Wasser hinzugeben, bis es zu einem Brei wird. Du erhältst damit ein Peeling und eine Creme in einer Anwendung. Probier es einfach mal aus und sag uns, was du davon hältst. Okay. Das ist eine natürliche Hautreinigung. Also es ist ein Seifenersatz aus dem Ayurveda. Man kann es also dann entweder mit Öl oder mit Dings. Aber ich finde das ganz cool. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt. Und was auch ist, kostet 19,90 €. Das ist super teuer. Okay. Hier steht jetzt sogar auch drin, dass man es wohl mit Reis oder Mandelmilch oder Meerwasser oder Leitungswasser mischen soll. Das ist ayurvedisches Ubtan. Ist von Hand gemischt. Aha. Fördert die Zellerneuerung. Zellerneuerung ist ein Peeling für den Körper. Also, coole Geschichte auf jeden Fall. So, dann haben wir ein Melissen-Duschgel. Auch nicht schlecht. So ein bisschen beruhigend, ne, Melisse? Ja. Ist okay. Ist auch nicht so ganz mein Geruch. Also, ich muss sagen, leider, so geruchsmäßig ist das irgendwie dieses Mal nicht so ganz meins. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier noch ein Produkt drin ist. Aber ich glaube, das war's. Ja. Schade. Also, ich sag mal, das Highlight-Produkt ist sehr wohl das hier. Ach nee, da muss noch was sein. Moment mal. Ein Serum nämlich. Da fehlt noch irgendwie ein Serum. Ich muss mal gerade gucken. Das ist hier aber nicht drin. Also bei mir ist kein Serum drin. Hier sollte. Ja, das ist ja natürlich schade. Also hier sollte wohl noch ein Serum drin sein, sehe ich hier gerade von I&M Age Protect Serum Repair. Und ehrlich gesagt, wäre das genau das, was mich am allermeisten interessiert hätte. Leider war das nicht in meiner Box enthalten. Bisschen schade, weil ich glaube, das hätte es für mich rausgehauen, weil ich diese Marke I&M richtig cool finde. Ich gucke jetzt noch mal genau nach, aber es ist weder hier drin noch hier drin. Ich habe das einmal umgeschüttet komplett. Nee. Ja, schade. Also
Das war jetzt bei mir nicht drin, insofern kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ich hatte jetzt das Duschgel, ich hatte diese Cream of the Stone Age, den Lippenstift von Benecos und dieses Kaffeepeeling. Das würde zusammen einen Gesamtwert von 35 Euro ungefähr ausmachen. Und ansonsten ist hier ein Gesamtwert von 57 Euro drin, aber wenn ich jetzt natürlich dieses I&M Serum abziehe, was bei mir nicht drin ist, reden wir immer noch von 37 Euro. Es ist jetzt halt ein bisschen schade. Irgendwie, ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Liegt das hier irgendwo? Nee. Ja, schade. Also insofern kann ich es nicht beurteilen, wenn ich es nicht da habe. Nee, es ist auch hier nicht drin. Nee, es ist definitiv nicht dabei. Es tut mir leid. Ansonsten, ich glaube, mit dem Serum hätte ich es gut gefunden. Das hätte ich auch in der Tat gerne probiert. Allerdings hatte ich das Serum nicht in der Box. Vielleicht war das ein Versehen. Wenn ihr mir das noch schicken könnt, werde ich das demnächst gerne nochmal in einem anderen Video vorstellen. Ansonsten fand ich die anderen Produkte okay. Das finde ich ziemlich innovativ. Ich glaube, ich werde das einfach alles an meine Mama weitergeben. Ich glaube, der wird das ganz gut gefallen, weil die steht voll auf Naturkosmetik. Und ich glaube, die kommt auch mit dem Geruch ganz gut klar. Für mich ist er einfach zu sehr naturkosmetikmäßig. Irgendwie nicht angenehm einfach, muss ich gestehen. Und das Duschgel ist auch, haut mich jetzt nicht von den Socken, aber das kann man natürlich benutzen, da sie zum Sport geht, ist eine kleine Größe für sie schön. Ich mache ja keinen Sport. Insofern, tut mir leid, ich habe leider war nicht alles drin, deswegen kann ich nichts anderes darüber berichten. Mir hat sie trotzdem ganz gut gefallen. So schaut's aus. Ich denke, die ganze Zeit habe ich das irgendwo anders hingeschmissen, aber ich habe es nicht, ich sehe es nicht. Es ist leider nicht da. Für den Fall, dass es doch ist, würde ich ein Bild noch davon machen und das einblenden im Schnitt, aber ich sehe es leider nicht. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gerne hier. Hier verlinke ich euch zwei meiner letzten Videos und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.